Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. So, in der heutigen Folge werden wir mit der Hauptquest weitermachen, die da wäre. Schauen wir doch mal. Die Schuppen des Krokodils. Stufe 25. Wir sind 24, aber ich glaube, das könnten wir hinkriegen. Jetzt muss ich bloß mal auf die Karte schauen, wo wir denn hier hin müssen überhaupt. Ist das weiter weg? Die Schuppe des Krokodils. Ah, das Zeichen ist hier oben. Okay. Ganz schön weiter Weg. Okay, ich würde sagen, wir schwingen es auf unser Pferdchen. Aus dem Weg! Und dann schauen wir doch mal, ob wir da gut hinkommen. Ganz schön weit, fast 4 Kilometer. Und entschuldigt mir, Leute, ein bisschen, wenn ich heute nicht so viel rede, weil ich glaube, dass ich krank werde. Aber es wäre auch kein Wunder bei der Jahreszeit. Immer wieder ein bisschen wärmer, kalt und und. Aber ich probiere natürlich trotzdem hier schöne Folgen für euch zu produzieren. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich sehr, sehr über ein, ihr wisst es ja, Kommentar, Like oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid. Jetzt lassen wir die einfach mal hier rennen. Dann können wir mit Gas hier. So, heute gibt's Tee, Leute. Folge 35 schon, ey. Mann, 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 Zeit vergeht. Und wir haben vielleicht die Hälfte vom Spiel bis jetzt gesehen. Aber ich finde, genauso soll es ja auch sein bei so einem Open-World-Titel. Und dann müssten wir eigentlich eh schon von der Serie eigentlich alle Bosse haben. Das ist der letzte jetzt, der Krokodilboss. Bin echt gespannt, wie es dann weitergeht. Ob wir dann zu Cleopatra zurück müssen? Wer weiß, wer weiß. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir dann gleich einen Aussichtspunkt haben. Schon wieder Pyramiden. Der könnte aber langsam ein bisschen schneller reiten hier. Der alte Gaul. Oh, sind da runtergefallen, eine Ziege. Vielleicht schauen wir uns das Ägypten noch ein bisschen an hier. Und ich habe übrigens offscreen, in der letzten Folge haben wir es ja schon gesehen, hatte ich einen Phylakis getötet. Und offscreen habe ich noch zwei weitere gekillt. Ich habe es einfach probiert und ich habe es auch geschafft. Und es gibt richtig gute Ausrüstung, muss ich sagen. Ich habe jetzt einen Bogen bekommen, Stufe Gelb. Der macht richtig Bums. Kann ich aber leider noch nicht nehmen, weil ich da erst Stufe 25 sein muss. Ein Raubtierbogen. Kann ich euch nachher mal zeigen, wenn wir in Fayum angekommen sind. Und zeige ich euch den mal. Also tötet auf jeden Fall die Phylakis, weil die geben richtig gut Loot. So, wir haben einen neuen Ort entdeckt. Geiernest. Und sind... Ah, immer noch 24. Okay, das dauert noch ein bisschen, bis wir aufsteigen. Aber ich glaube, ein Level über uns müsste es eigentlich schon gehen.
Gib den Weg frei! Lasst bloß keinen von den Hunden! Ja, ich glaube, die Nebenquests werde ich dann mal später machen. Dass ich mir dann mal Gebiet für Gebiet alles abarbeiten werde. Aber jetzt will ich einfach in der Hauptstory ein bisschen vorankommen. Gib den Weg frei! Okay, wir sind in dem Fayum angekommen. Schaut schon richtig nice aus. Sehr schön. Geil. So eine Art Tempel. So eine Art Gebetstempel oder so. So, 500 Meter noch. Knapp. Dann sind wir auch schon da. Bewegung! Hey, los! Bist du krank im Kopf? Okay, lass mich aber in Ruhe. Aus dem Weg! Was stimmt nicht mit dir? Mir stimmt alles. So. Hier bin ich. Endlich. Im Fayum. Fayum. Ich werde die Agenten des Krokodils aufspüren. Okay, schauen wir nochmal. Okay, alles klar. So, steigen wir doch mal hier ab von unserem Pferdchen. Und bevor wir uns der Quest widmen, wollte ich jetzt eigentlich schauen. Okay, hier gibt es einen Schnellreisepunkt und diesen Punkt wollte ich eigentlich. Den markieren wir mal, der ist ja nicht so weit weg eigentlich. 124 Schmiede. Dann widmen wir uns auch der Hauptquest. Da sind wir schon. Okay, hoch mit dir, Bike. Yip, yubi, shubi. Okay. Sehr schön. Okay, würde ich sagen, ab zur Hauptquest. Schauen, ob was wir über das Krokodil in Erfahrung bringen können. Sehr schön. Ich bin wohl nicht der erste Besucher heute. Wie bitte? Hortefluss! Nick, er ist nicht hier. Ich muss herausfinden, wo mein Informant ist. Okay, Untersuchungsgebiet. Papyrus und Tinte. Nichts, das mir verrät, wo Hortefrist steckt. Moment. Federn? Von einer Brieftaube? Na, Mizis. Ein Kinderspielzeug. Ich bringe dieses beschissene Krokodil um. Wie bitte? Nicht so aggressiv, Bayek. Immer ruhig bleiben. Oh. Ist das ein Hund oder was? Ach, wer macht denn sowas? Was wolltest du beschützen? Sieht eher wie verhungert aus. Jawohl, das ganze Blut da. Sehr viel Zerstörung, aber kein Blut oder Spuren eines Kampfes. Vielleicht konnte er noch fliehen.
Diese Schriftrollen verraten mir nichts. Ich sehe mal oben nach. Na, oben war ich schon. Oben war ich schon. Ist da oben noch was? Ja, doch, da oben ist sogar noch was. Und dort oben. Das ist ein Brief von meinem Informanten. Er scheint geflohen zu sein, aber die Soldaten haben seinen Diener. Wenn sein Diener noch lebt, dann weiß er, wo Hotefreis ist. Sie halten ihn bestimmt im Militärlager gefangen. Schauen wir nochmal, ob wir den befreien können. Unser Pferdchen. Dann schauen wir mal. Quests, Wahnsinn, hier wirst du mit Quests überschüttet. Da weißt du gar nicht, was du zuerst machen sollst. Okay. Okay, da haben wir es hier schon lokalisiert. Und ich denke mal, ja. Okay. Ich ruf die Truppen! Der Adler! Lass uns! Stirb! Eieiei, die machen ganz schön Schaden. Alter. Ich erlege ihn! Ein bisschen kiten gehen hier. Nee, oder? Nicht schon wieder ein Philakis. Wir müssen aufholen. Da bist du ja. Kein schwerer Schuss. Schauen wir doch mal, ob ich mich hier ein bisschen eher reinschleichen kann. Gefangen. Irgendwas. Was? Hey, hey. Hast du wirklich gedacht, du überlebst? Jo, eigentlich schon. Alles wieder ein bisschen zu krass hier. Aufzeichnungen. Kann man irgendwas snacken? Ja, kann man snacken. Schon wieder viel Lack. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, wow.
Den Phylakis werden wir nicht schaffen, weil der Stufe 28 ist. Der steht genau vor mir. Ich muss genau hier ums Eck stehen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Gennadios freut sich auf deinen Kopf. Alter Schwede. Zwei Treffer und ich bin down. Echt oder was? Ernsthaft? Eieiei. Das war natürlich suboptimal. Jetzt sind wir natürlich alle Gegner da. Eieiei. Müssen wir anders machen. Ein bisschen langsamer machen. Der ist anscheinend unten in der Höhle drin. Mal schauen, ob viel Lack es ist. Und der scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Okay, der ist hier unten. Da geht uns also jetzt mal erstmal nicht auf den Sack. Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Natürlich wieder eingesperrt. Ich habe natürlich keine Chance. Mal hier rein. Dann schauen wir mal, ob wir den retten können. Bitte. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Wer bist du? Ein Freund. Halte still und bleib ruhig. Ich hol dich hier raus. Kann ich auch nicht anlocken. Da steht einer. Mal sehen, nur einer. Kann ich mir den schnappen?
dreht sich natürlich genau in dem Moment um. Okay. Schnappe ich mir den anderen hier noch. So. Alles klar. So, ich hoffe mal, ich habe hier keinen Aufsehen erregt. Götter, hab Dank. Hat Tote Frist dich geschickt? Nein, aber ich brauche ihn. Mit ihm kann ich das Krokodil finden. Lass du mir helfen? Hutefress reist mit dem Schiff zum Moeressee. Es hat eine große Statue an Bord, die unser Symbol trägt. Das Krokodil bezahlt seltener, um ihn zu finden. Dann muss ich schnell sein. Bring dich in Sicherheit. Leb wohl. Alles klar. So, auf seinem Schiff. Großen Oh, ist das weit weg. Da bräuchte ich ein kleines Schiff oder so. Müsste ich hier mal an der Seite schauen, ob hier irgendwas. Ah, nee, da ist eh ein kleines Boot. Wenn wir das gleich schnappen. Schauen wir doch mal. So, gehört ihr zu mir oder was? Alles klar. Aber das sind Feinde. So, nun schickt man schon einen Sohn Ägyptens gegen mich. Es ist lange her, dass ich so viel Blut vergossen habe. Ich komme von Apollodorus. Wir haben gemeinsame Interessen. Wer bist du? Und was willst du von mir, hä? Ich bin Bayek von Siva. Ich will Informationen über das Krokodil. Das Phantom, das ganze Fayum in die Knie zwang? Was könntest du von ihm wollen? Er gehört einer Gruppe an, die Ägypten vernichten will. Und ich bringe jeden einzelnen von ihnen zur Strecke. Bayek von Siva, du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Das Krokodil veränderte nicht nur das Land, sondern die Menschen. Die, die nicht in Angst vor ihm leben, müssen für ihn arbeiten. Ich finde das cool gemacht mit den Masken. Wer das Krokodil ist. Ich habe die Aufzeichnungen eines korrupten griechischen Magistrats. Sie verraten uns vielleicht die Identität dieses Krokodils. Und wenn wir sie Apollodorus übergeben, bringen wir womöglich die ganze Organisation zu Fall. Wo sind sie jetzt? Meine Frau Chenut hat sie für mich versteckt. Solange die Ptolemäer glauben, dass ich sie habe, ist meine Familie sicher. Deshalb muss ich immer in Bewegung bleiben. Hier. Dann weiß Renu, dass du ein Freund bist, dem man trauen kann. Es ist für meine Tochter Shadia. Wenn du sie hast, treffen wir uns im Hafen bei euch. Ja, ich sehe, das ist. So ein Ding hatten wir ja schon mal. Bayek,
Sieh dich auf meinem Schiff um, bevor du gehst. Ich führe Buch über alle örtlichen Probleme, die vielleicht auf das Krokodil zurückgehen. Das könnte dich interessieren, als Magi. Ich nehme auf jeden Fall die Quests hier an. Ganze Dorfbevölkerungen verschwinden im Senü. Wem ist dieser Schrein gewidmet? Ich bete für die Menschen, die in Dionysias durch das Feuer starben. Jemand brennt ihre Höfe nieder. Du, Magi, könntest dem ein Ende setzen. Ich werde es versuchen. Okay, dann nehmen wir zu dir. Dorfbevölkerungen verschwinden im Senü. Was tust du da? Eine rätselhafte Plage traf die Armen in Eumeria. Durch das Verbrennen ihrer Leichen werden ihre Seelen verflucht. Sie erreichen nie die Gefilde der Binsen. Ich möchte ein Heilmittel für sie finden. Es gibt immer eines. Ich brauche nur die richtige Kombination. Tote verbrennen? Was ist das hier? Okay. Ganze Dorfbevölkerungen verschwinden im Senhyres. In der Karawanserei erzählt man sich von einer Invasion der Dämonen. Sprecht bloß ein Schiff, oder? Dämonen. Ich bin noch keinem begegnet. Das sollte ich mir ansehen. Okay, das ist natürlich eine Stufe 39, ein bisschen zu hoch für uns. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut und machen in der nächsten Folge dann weiter. Und dann schauen wir, ob wir mehr Informationen über das Krokodil erhalten. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid. Alles gern gesehen. Ist gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.